Willkommen, Ladies and Gentlemen, zu meinem FC Bayern Fan Account. So, Kanal, wir haben einen neuen Spieler verpflichtet oder wir sind daran interessiert. Tanguy Nianzou 2.0 von Paris, nur auf der 6er, 8er Position. Aber ich denke vielleicht doch mehr 6er. Keine Ahnung von den Jungen. Hattet ihr Ahnung von den Jungen? Ich hatte keinen Plan von dem. Aber wir gucken uns jetzt ein Skill-Video von ihm an und bewerten ihn ein bisschen. Let's go. Zack. Also, ich persönlich, wo ich Angst habe, ist es natürlich ist es sehr geil, also sogar mit Xavi Simons im Hintergrund solche Spieler zu verpflichten. Aber was machen wir mit ihm? Vielleicht ist es zu schade, ihn zu spielen in der zweiten Mannschaft, aber zu verschwenderisch in der ersten Mannschaft, weil wann soll der spielen? Kimmich, Goretzka, Gravenberch, wenn dann noch Leimer kommt, wann soll der spielen? Aber der Mann soll sehr interessant sein. Der Mann soll sehr interessant sein. Guck mal, zack, so, was gefällt mir. Das war so eine Thiago-Bewegung, habt ihr gesehen? Das war so eine Thiago-Bewegung, so Mittelfeld. Ja, so. Geil. So, wisst ihr? Aber was machen wir mit? Ich weiß nicht, was das Konzept dahinter steckt von Bayern. Ich weiß nicht, ob wir so welche Spieler verpflichten und auf gut Glück gucken, ob die so krass durch die Decke gehen, dass sie für die erste Mannschaft was machen können, wie Musiala Davis. Oder, guck mal, geile Drehung hier, à la Thiago hier. Meine Fresse, sehr schön. Oder ob wir den, weil, vergisst nicht, wir haben noch diesen Spieler, diesen kroatischen Modric. Wir haben den jungen Modric auch verpflichtet. Das heißt, wir haben jetzt den vom PSG, wir haben den jungen Modric. Und die werden überhaupt keine Rolle in der ersten Mannschaft spielen. Ich weiß nicht, ob gehofft wird, dass einer durchstartet wie Musiala Davis. Oder ob die einfach krass werden und wir sie dann teurer wieder verkaufen. Wie sollten wir jetzt zum Beispiel Zirkzee an Ajax verkaufen? Sollten wir Chris Richards an Hoffenheim verkaufen? Haben wir unsere Millionen plus gemacht, so. Oder die gehen durch die Decke und spielen halt für die erste Mannschaft. Ich weiß nicht ganz genau, was der Plan mit diesen Menschen ist, aber ja. Ich denke mal schon, dass es diese zwei Varianten nur geben wird. Dass sie auch so viel Potenzial besitzen schon eigentlich, dass wir nichts falsch machen können. Entweder sie setzen sich durch, erste Mannschaft. Oder sie werden teurer verkauft. Nochmal verleiht und dann irgendwann verkauft. So dass wir nur Plus machen. Aber schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr schon mal von ihm denkt, weil. Ja, also nice ist es auf jeden Fall. Und was ich noch gelesen habe, dass Paris eben, dass sie eher ihn abgeben, weil sie können nicht beide auf beide setzen, dass sie noch ein krankeres Talent haben. Ich habe leider vergessen, wie er heißt, aber auch eher so. Komplizierter Name, irgendwas mit Z, sei es Zeiri, Zeiri oder sowas. Dass sie diesen haben, den hier, Ayman Kari und diesen Zeiri, und es beide unheimlich viel Potenzial haben, aber dass dieser Zeiri besser sein soll als er und dass man eher auf diesen anderen setzt und ja, dass der eher wenige Chancen hat und deswegen von sich aus sogar gehen würde oder Paris ihn auch deswegen abgeben würde. So ein auf dem, so ist jetzt nicht alles sicher, was ich gesagt habe, aber so in diesem Rahmen bewegt sich auf jeden Fall links. Schreibt auf jeden Fall, was ihr von ihm haltet. Erste Mannschaft, zweite Mannschaft. Weil, also, seine Bewegungen finde ich sehr nice. Sehr nice. Das Einzige, was ich jetzt nicht so sehe, ist, macht das jetzt sogar nicht, so Grätschen oder sowas. Sowas sehe ich jetzt nicht. Ich bin nicht so Mittelfeld, aber der ist ja noch jung, ne? Ist da vielleicht 17 oder so? Ich weiß gar nicht. Steht es hier irgendwo? Eimann. Jauflik. Nee, finde ich gerade nicht. Aber naja, auch nicht schlimm. So, das ist der Spieler. Wir haben ihn schon verpflichtet oder wir sind auf jeden Fall dran. Denkt ihr, wenn er kommt, ohne Leimer, ich bin mir sicher, sollten wir Rocker, Tolisso, Sabitzer abgeben. Und Gravenberch und er kommt, es ist zu wenig für Nagelsmann. Nagelsmann will auf jeden Fall so einen wie Leimer oder einen gestandenen Profi, weil der ist ja kein richtig gestandener Profi so. Das heißt, wir können ja nicht nur ihn holen, weil wahrscheinlich wird dann noch Leimer geholt und noch er, aber da spielt ja dann keine Rolle. Deswegen ist es ein bisschen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall cool, wenn er kommt, aber dann halt zweite Mannschaft, ne? So Leute, schreibt auf jeden Fall eure Meinung, haut rein und Peace.